Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Try-On-Haul von mir. Heute gibt es wieder einen H&M Try-On-Haul und ich habe nicht nur chillige Sachen bestellt, sondern ich habe wirklich von allem etwas dabei. Also solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das erste Teil habe ich schon an, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und ich werde euch alle Links natürlich unten in die Videobeschreibung setzen, da könnt ihr dann reingucken. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video. Das erste ist einmal dieses Zweiteiler-Set und zwar besteht das aus einer Jacke und aus einer Hose. Ich würde das halt so kombinieren, dass ich die Hose über die Jacke ziehe. Ich mag nämlich diesen Look so viel lieber, als wenn das so außen ist. Ich finde dieses Set richtig schön und ich denke, das werde ich auch behalten. Ich habe das Ganze nämlich schon in einem Beige. Das werde ich euch jetzt gleich einblenden. Das habe ich euch die Tage schon abgefilmt, weil ich das schon davor behalten habe und wusste, dass ich das richtig schön finde. Ich finde es saubequem. Es ist auch so ein Fließmaterial. Ich würde euch nur empfehlen, wenn ihr das anhabt, solltet ihr darauf verzichten, eure Katze zu tragen oder so, weil sonst geht das Material richtig, richtig schnell kaputt. Das ist das Einzige, was so ein bisschen doof ist. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal, wenn man das raushält, wie das dann aussieht, wenn man die Jacke normal trägt. Aber es ist halt Geschmackssache, wie man es mag. Ich finde das Ganze nämlich nicht so schön, wenn man das so trägt. Also wenn ich jetzt eine Leggings anhätte und dazu die Jacke, würde ich die Jacke auch drüber tragen und nirgendwo reinstopfen. Aber so als Set finde ich es einfach schöner, wenn man das reinmacht, weil ihr dann einfach eine richtig schöne Figur habt und nicht alles einfach so locker runterhängt. Die Jacke habe ich übrigens in Größe L und die Hose in Größe S. Ich hatte die Jacke in dem beigen Set, was ihr gleich sehen werdet, in Größe M. Und ich muss sagen, ich finde L definitiv besser, weil das sitzt alles ein bisschen entspannter und lockerer. Ich dachte mir, ich drehe euch jetzt mal ganz kurz eine Sequenz unfertig gemacht, denn das ist auch ein Teil, was ich behalten habe. Und zwar dieser Frottee-Zweiteiler. Ich muss aber dazu sagen, er ist sehr schlecht verarbeitet, denn er ist mir direkt kaputt gegangen. Und das ist so uncool. Ich hatte meine Hunde auf dem Arm und meine Katze auf dem Arm. Ich weiß nicht, wer von den dreien das war, aber das ist nicht cool, dass es direkt so aussieht. Also sehr, sehr schade meiner Meinung nach. Also wenn ihr Katzen habt oder Hunde habt, solltet ihr aufpassen mit solchen Sets. Ich trage das eigentlich so, dass ich das so hier drin trage. Die Hose ist in Größe S, die Jacke in M. An sich finde ich das Set echt super. Ich habe mir das auch nochmal in Weiß und in Dunkelblau bestellt. Allerdings finde ich es halt sehr blöd, wenn du irgendwo ganz kurz hängen bleibst, dass hier direkt Fäden rauskommen. Also ich habe wirklich viele Sachen und sehr viel ist davon tausendmal besser verarbeitet als das. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es, glaube ich, nicht unbedingt behalten. Aber an sich mag ich dieses Set wirklich sehr gerne. Gerade wenn du mit den Hunden rausgehst oder schnell was erledigen musst, ist es super schnell angezogen. Und da hinten liegt, glaube ich, die Übeltäterin, wenn sie es denn war. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Set, was ich auch bestellt hatte. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem Haul. Das nächste Teil ist einmal diese Kapuzenjackenkleid und ich muss sagen, ich mag es richtig gerne. Also egal, ob ihr mit euren Hunden rausgeht oder keine Ahnung habt, was ihr anziehen wollt. Im Sommer abends ist es ein bisschen kälter vielleicht. Ihr könnt einfach so eine Jacke anziehen, kurze Hose drunter und you are ready to go. Das ist einfach mein so bequemstes Outfit überhaupt. Ich hätte nicht gedacht, dass die mir so gut gefällt, aber ich liebe die, weil die richtig bequem ist. Ich habe die übrigens auch aus der Übergrößenabteilung in einem Velour in so einem Lila. Müsst ihr einfach mal suchen, dann findet ihr die direkt. Ich liebe die einfach, weil die so, die ist oversized. Ihr könnt das wirklich überall drüber ziehen. Ihr könnt es zur Not auch so einfach mal drüber ziehen, ohne kurze Hose. Mit Bücken ist dann zwar vielleicht ein bisschen schwierig. Ich habe die jetzt in 2XL. Ich habe auch noch 4XL bestellt. Aber ich glaube, 2XL reicht, weil ich nämlich ein bisschen Armfreiheit brauche. Aber wenn es 4XL, ich glaube, dann wäre es ein bisschen zu lang. Und ja, ich mag das auf jeden Fall richtig gerne. Und ich meine, die war sogar reduziert. Das ist das Ganze nochmal in so einem wunderschönen dunklen Beige. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was ich besser finde, aber ich glaube, ich tendiere zu grau, weil das Beige sieht gerade super aus, weil ich Selbstbräuner drauf habe. Aber ich glaube, wenn ich keinen Selbstbräuner drauf habe, sehe ich ein bisschen verloren aus da drin. Mag ich aber auch sehr gerne. Die gibt es übrigens nur in 2XL. Ich hatte eine andere Jacke in 4XL bestellt. Die sieht ganz anders aus und die gefällt mir nicht, deswegen zeige ich die euch jetzt nicht, weil die sitzt ganz komisch, fühlt sich ganz eklig an, deswegen nehmen wir mit denen hier vorlieb. Ich bin aber wirklich begeistert, weil die sitzen echt gut und sind wirklich schön lang. Leute, ihr müsst immer bedenken, ich bin 1,78. Dementsprechend bin ich halt relativ groß und habe öfter Probleme, gerade wenn ich so lange Kapuzenjacken suche, irgendwas zu finden, was wirklich lang genug ist und alles so gut wie möglich abdeckt. Das nächste Set ist auch nochmal so ein Zweiteiler, wie eben in dunkelblau, nur in so einem Creme. Ich dachte, das würde mir richtig gut gefallen, allerdings gefällt mir das getragen gar nicht, weil so wie ich das trage, sieht das irgendwie ein bisschen komisch aus. Und wenn ich die Jacke raushole, gefällt es mir halt sowieso nicht. Deswegen werde ich das auf jeden Fall zurückschicken, schade. Die Hose ist wie gesagt in S, die Jacke auch in L. Gefällt mir an sich richtig gut, aber lieber in Beige und in dunkelblau war das, meine ich. Das war gar kein Schwarz. Anstatt in diesem hellen Ton. Ich meine, die haben aber auch noch andere Farben davon. Also falls euch sowas gefällt, könnt ihr gerne auf deren Webseite mal vorbeischauen. Ich werde euch ja die Sets unten verlinken und da seht ihr direkt die andere Farbauswahl mit.
Übrigens hatte ich mir für den Urlaub, für den Strand, so Hüte bestellt. Aber der hier gefällt mir gar nicht. Der andere gefiel mir ein bisschen besser. Den zeige ich euch nachher im Laufe des Hauls. Der sitzt irgendwie nicht so schön. Und ich mag auch nicht, dass hier diese großen Löcher drin sind, weil dann kommt ja im Endeffekt doch noch richtig viel Sonne auf euren Kopf. Ja, weiß ich nicht. Gefällt mir jetzt doch irgendwie nicht so ganz. Dann habe ich mir einmal so ein Strickkleid rausgesucht. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das sauschön. Es hat den perfekten Ausschnitt. Ich habe es übrigens in Größe XS geholt. Sitzt ultra, ultra schön figurbetont. Ich würde euch empfehlen, holt auf jeden Fall ein, wenn nicht sogar zwei Größen kleiner, damit es schön eng sitzt. Weil ich glaube, wenn ihr das in eurer normalen Größe holt, könnte es sein, dass es zu weit sitzt. Das ist nämlich so ein Material, was mit der Zeit so ein bisschen ausleiert. Dann habe ich übrigens die Schuhe, die ich letztes Mal schon bestellt hatte, auch im H&M-Haul. Achso, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe übrigens meine Tattoo-Entfernungsstellen nicht mit Selbstbräuner bestrichen. Deswegen sehe ich so lustig aus. Naja, egal. Die Schuhe habe ich auf jeden Fall eine Nummer kleiner geholt. Und die passen diesmal richtig, richtig gut. Ich finde die auch voll schön. Ich bin nur nicht sicher, ob ich die in der Farbe behalten soll oder in der, die ich euch gleich zeige. Denn ich habe die noch in so einem Gelb bestellt. Aber ich glaube, ich finde die Farbe ganz schön. So egal, ob zu Jogginganzügen, zu einer Jeans oder so, finde ich, die Farbe passt einfach richtig gut. Als nächstes einmal dieses wunderschöne Seidenkleid. Das habe ich auch noch in Schwarz bestellt. Ich bin sehr gespannt, wie das gleich sitzt. Ich finde es von der Länge her richtig perfekt. So gerade für den Urlaub. Es ist schön flowy. Es sitzt nicht zu eng an der Haut. Es ist zwar blöd, dass das so richtig knittrig ankam. Aber ich denke, das kriegt man entweder mit so einem Bügelspray oder ja, mit einem Dampfbügel richtig gut raus. Das sind die Schuhe übrigens in diesem grünen, gelblichen Ton, den ich gerade meinte. Finde ich auch süß, aber ich finde halt, ja, diese Grischen passen halt zu viel mehr als dieses Grün. Dennoch finde ich, die Grünen sind so ein kleiner Hingucker. Ich weiß noch nicht, welche ich behalten werde. Auf jeden Fall ein paar werde ich behalten. Ja, das Kleid sitzt, wie gesagt, richtig, richtig schön. Ich mag das Material. Es sitzt super angenehm auf der Haut und der Farbton ist auch der absolute Hammer. Also ich lieb's, wie einfach die Farbe aussieht. Ich verstehe nicht so ganz, warum heute die ganze Zeit irgendwie die Sonne weggeht, dann doch wieder kommt. Ich werde jetzt mal Licht anmachen, dass wir dauerhaft Beleuchtung anhaben, weil dieses Licht geht mir auf den Keks. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Ich habe jetzt Licht angemacht. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind so ein bisschen besser, weil ohne ist ein bisschen schwierig, weil die ganze Zeit die Sonne wiederkommt und dann doch geht. So, dass ihr die Schuhe auch nochmal richtig seht. So sehen die aus. Ich finde die wirklich echt cool, ne? Also, die sind so Jeezy-like, aber ich finde, die sind halt so bequem. Und vor allen Dingen, wenn man rausgeht, du machst voll oft deine Schuhe, manchmal dreckig, gerade wenn du Hunde hast. Und dementsprechend finde ich das so genial, weil die kannst du halt einfach waschen, ne? Einfach Seife und dann los geht's. Das nächste Teil ist einmal dieser wunderschöne Zweiteiler und ich glaube, ich habe eine Fehlverarbeitung bekommen. Denn die Hose wird, glaube ich, eigentlich in der Mitte geschnürt. Allerdings ist bei mir die Schnürung hier. Versteht keiner. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Ich werde nochmal auf der Website gucken, aber ich glaube nicht, dass die Schnürung links sein soll, sondern eher mittig. Ich finde den Zweiteiler sehr, sehr schön vom Material her. Unfassbar angenehm. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Dieses schöne gelbliche, grünliche, beige, weiße. Ich mag diese Kombi sehr gerne. Und auch an der Hose diese Perlen finde ich richtig schön, weil es ist definitiv mal was anderes als so Standard-Zweiteiler. Vor allen Dingen, Leute, ich bin 1,78, ich habe die Hose extra zwei Nummern größer geholt, damit ich die oben enger schnüren kann und die ein bisschen länger ist und sie ist wirklich lang genug. Ihr könnt natürlich das Hemd drin tragen, ihr könnt es halb drin tragen, draußen tragen, wie ihr das am liebsten mögt. Ich finde es einfach wunderschön, dieses Set. Und auch das ist richtig gut zum Beispiel für den Sommer oder Frühling geeignet, weil es ist nicht so dick auf der Haut. Und ich habe halt lieber Sets, die so ein bisschen dünner auf der Haut sind, wo ihr euch wohlfühlt den ganzen Tag über, was nicht zu viel und zu fester Stoff ist, wo man halt einfach theoretisch einen Top oder eine, keine Ahnung, Leggings oder so drunter ziehen kann, falls euch zu kalt ist, anstatt dass man etwas hat, was zu dick ist, was ihr halt dann einfach nicht tragen könnt im Sommer. Dann haben wir als nächstes einmal dieses wunderschöne Hemd. Ich finde das so schön, also auch wenn man das komplett offen trägt und ein Bikini darunter anhat. Ich mag allgemein so, ich weiß gar nicht, was das für ein Stoff ist, aber das Material ist super angenehm. Das ist so richtig leicht auf der Haut und das so als Bikini über mag ich wirklich extrem. Ich weiß gar nicht, wie teuer das Hemd war, aber ich meine, das war ein bisschen hochpreisiger. Aber es sitzt wirklich toll, ist super angenehm auf der Haut und hier habt ihr nämlich auch noch so ein Taschendetail und es ist richtig schön groß geschnitten. Ich habe es nämlich wieder in der größten Größe genommen. Nicht passend dazu, aber ich habe mir dann noch einmal so eine blaue kurze Hose rausgesucht. Die finde ich auch richtig schön. Also auch mit so einem weißen Top oder weißem Oberteil, glaube ich, sieht das richtig toll aus. Also ihr könnt da so reinschlüpfen, da ist kein Verschluss oder so. Finde ich sehr angenehm und habe ich auch in Größe S. Finde ich auch hinten von der Länge her richtig schön, weil es ist alles bedeckt, selbst wenn ihr euch bückt, man sieht nicht zu viel.
Und es sitzt wirklich toll. Also ich bin richtig begeistert von diesen zwei Sachen und die gefallen mir richtig gut. Ich glaube, das Kleid ist hier eine Nummer kleiner. Ich bin aber gerade nicht sicher, weil irgendwie sitzt es ganz anders als das blaue Kleid, was ich eben anhatte. Dennoch ist es richtig schön, auch wenn es ein bisschen kürzer ist und ein bisschen kleiner ist. Fällt mir richtig gut. Auch das ist vom Stoff her sehr schön. Mich irritiert ein bisschen, dass diese, obwohl das Seide ist, so krass knittrig ist. Weil eigentlich Seidensachen, die verschickt werden, haben nicht das... Wie sagt man, das Potenzial dazu, so krass zu knittern, das irritiert mich ein bisschen und das wäre, glaube ich, ein Grund, weshalb ich es nicht behalten würde. Aber an sich mag ich das Kleid wirklich sehr gerne. Wenn ich das behalten wollen würde, würde ich es definitiv eine Nummer größer holen, weil das sitzt nicht so gut wie das Blaue eben. Und ich finde den Blauton, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen schöner. Dann einmal die Bluse, die ich eben in Blau-Weiß gestreift anhatte, in so einem wunderschönen Orange-Aprikot-Ton. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde diesen Ton wunderschön. Also ich hätte niemals gedacht, dass mir dieser Ton so gut gefällt, aber er ist richtig schön und vor allen Dingen, ich mag diese Blusen. Also egal, ob als Bikini-Überwurf oder ob ihr das normal als Bluse tragt, das Einzige, was ich so blöd an diesem Material finde, ist, dass es super schnell knittert. Aber an sich gefällt mir die Blusenfarbe richtig gut. Leute, ich bin verliebt in diese Ohrringe. Ich finde die so schön. Also egal, ob zu was ja basic-mäßigem oder zu so einem Kleid wie dem hier, das zeige ich euch jetzt gleich. Ich finde die so schön. Ich habe jetzt mal einen angezogen, weil ich habe auf der anderen Seite richtig Probleme, Ohrringe reinzubekommen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, Schmuck bzw. Ohrringe und so werde ich euch auch nur zeigen, wenn ich das behalte, weil ich finde das ein bisschen unhygienisch, wenn man das sonst anprobiert. Aber ich wusste, dass ich die behalten will. Das Einzige, was ich bei Ohrringen immer mache, um zu gucken, ob ich die behalte oder nicht, ich halte die ganze Zeit dieses Tütchen und fühle so, wie schwer das ist. Und wenn ich das nicht einschätzen kann, wie schwer ein Ohrring ist, mache ich einen Ohrring aus der Packung raus und hebe den so in meine Hand, weil dann kann ich nämlich gut einschätzen, werde ich die jemals tragen oder nicht. Und die sind super, super leicht, sehen aber richtig toll aus. Und ja, dann kommen wir jetzt zu dem Kleid. Ein bisschen sehr revealing, aber ich muss ehrlich sagen, ich mag's. Ich trage ja an sich immer, wenn irgendwas mir zu viel Angst macht, weil ich Angst habe, dass man irgendwas sehen könnte im Laufe des Tages, trage ich sowieso eine Pipette, das wäre kein Problem. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich mag dieses Kleid extrem. Ich fände es, glaube ich, unfassbar geil, wenn das in schwarz wäre oder in weiß. Ich muss online mal gucken, ob die das in schwarz oder in weiß haben. Ich fände diesen Schlitz hier unfassbar gut und passend. Und ich mag auch das hier. Also es sieht so satisfying aus. Ich hätte nur ein bisschen Angst, wenn man hier dran zieht, dass halt alles aufgeht. Aber sonst finde ich das Kleid wirklich richtig schön. Auch von hinten könnt ihr das nochmal schnüren. Also wirklich absolutes Dream Dress. Es müsste allerdings gebügelt werden, weil das hier ist uncool. Ich liebe diesen Hut, Leute. Ich überlege ihn mir aber eine Nummer kleiner zu holen, weil der ist ein bisschen zu groß. Ich feiere den aber sehr. Ich hatte richtig Lust auf diese Revealing-Kleider und ich finde das Kleid auch wunderschön. Allerdings würde mir das zu viel Angst machen, dass da irgendwas rausrutschen würde. Das sitzt so ähnlich wie das Grüne. Allerdings finde ich, das Grüne sitzt sogar noch besser als das, weil es einfach nicht so diese Angst macht, dass gefühlt alles rausfällt. Ich weiß nicht, ob man das noch krass enger binden könnte oder ob man das irgendwie so binden könnte, dass man nicht ganz so Angst haben muss. Aber an sich macht mir das ein bisschen zu viel Angst, denn es ist einfach sehr, sehr, sehr open. Ich würde sagen, das war ein kleiner, aber feiner H&M Try-On-Haul. So groß war der jetzt nicht. Mich hat es so genervt heute, dass die Sonne die ganze Zeit wiederkommt wie jetzt und wieder geht. Deswegen mussten wir heute mit Licht arbeiten. Es tut mir mega leid für die Lichtverhältnisse, aber ich denke, dass man dennoch alles erkennen konnte und gut sehen konnte. Ja, ich würde sagen, ich verlinke euch alle Sachen unten in die Videobeschreibung. Alle Kleider, alle Hüte, alle Schuhe, also wirklich alles, was ich euch gezeigt habe. Das sind Affiliate-Links, dafür bekomme ich eine kleine Provision, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und ja, ihr könnt auch gerne auf der Styling-Seite mal vorbeischauen, denn darüber kopiere ich die Links. Das könnt ihr auch selber benutzen, das heißt, ihr könnt somit auch selber Provision verdienen. Ich würde sagen, das war's mit dem Haul. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wir enden sehr sommerlich und ich feiere es auch sehr. Ich mag den Hut wirklich extrem. Der müsste sich zwar noch ein bisschen auslegen, dass der wirklich durchgehend rund ist, aber sonst, ich finde den Hut so cool. Es ist einfach mal was komplett anderes als das, was ich sonst trage. Und ja, ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Haul. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.